Ich werde gleich eine der stärksten psychedelischen Drogen der Welt nehmen. Die Wirkung soll so stark sein, dass man darauf komplett den Bezug zur Realität verliert und in eine ganz eigene Welt eintaucht. Menschen, die diese Droge genommen haben, berichten davon, dass sie bunte Muster, Götter oder sogar Aliens gesehen haben. Einige berichten sogar davon, dass sie mit verstorbenen Menschen reden konnten oder ihren eigenen Tod erlebt haben. Die Rede ist von DMT. Ich will wissen, wie sich so ein Rausch anfühlt. Dazu werde ich euch live auf diese Erfahrung mitnehmen und wie schon in meinem LSD-Selbstexperiment werde ich alle Halluzinationen für euch animieren, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt und die Droge nicht selber nehmen müsst. DMT ist in Deutschland verboten und ich will niemanden dazu animieren, Drogen zu nehmen, egal ob legal oder illegal. Jetzt wird es aber endlich Zeit, euch auf die Erfahrung mitzunehmen. Wie bei allen psychedelischen Drogen ist es besonders wichtig, auf die richtige Umgebung und das richtige Mindset zu achten, da die Substanzen das Gehirn langfristig strukturell verändern können. Für mich ist es auch das erste Mal, dass ich DMT konsumiere. Dazu ist heute Jascha vom Kanal Set & Setting da, der mich heute durch die Reise begleiten wird. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Freut mich, dass ich hier sein darf. Würdest du sagen, so eine Erfahrung ist was für jeden? DMT-Erfahrung? Ja. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, ja. Also eine DMT-Erfahrung ist ja besonders schnell. Du hast nicht viel Zeit. Es ist einfach so von 0 auf 100 in 2,6 Sekunden so ungefähr. Du musst vorbereitet sein, du musst angeschnallt sein, Ruhe in dir haben und so weiter. Also generell eine psychedelische Erfahrung sollte nie auf eine leichte Schulter genommen werden. Zwar habe ich mich vor der Erfahrung schon ausgiebig mit DMT beschäftigt, aber ich hatte keine Ahnung, wie genau so eine DMT-Zeremonie abläuft und ich bin schon davon ausgegangen, dass Jascha gleich einen Tanz vor mir aufführt. Also grob kannst du dir vorstellen, dass wir erstmal ein paar Atemübungen machen werden. Ich werde dir zeigen, wie man sowas überhaupt konsumiert, das ist ja gar nicht so einfach. Ja. Wir reden noch ein bisschen über deine Intention, warum möchtest du das machen. Wir meditieren ein bisschen und dann gehen wir auch in die Erfahrung rein. Also es ist gar nicht so einfach zu erklären, was jetzt überhaupt das Zeremonielle daran ist, aber das wirst du dann sehen. DMT wird in Südamerika schon seit Jahrtausenden zu Heilzwecken oder spirituellen Erfahrungen konsumiert. Es ist aber nicht nur eine Droge, sondern es wird vermutet, dass auch der Körper selbst DMT produziert und zum Beispiel bei Nahtoderfahrungen ausschüttet. Bisher wurde das aber nur an anderen Tieren nachgewiesen. Bevor ich jetzt also die Droge nehme, muss ich mich noch kurz darauf vorbereiten. Dazu habe ich jetzt erstes gemeinsam mit Jascha meditiert und dann haben wir noch über meine Intention gesprochen. Dann haben wir einige Atemübungen gemacht, um mich auf das Rauchen von DMT vorzubereiten. Das Schwierige dabei ist nämlich, dass man extrem viel Rauch mit einmal inhalieren muss, um überhaupt einen Rausch zu bekommen. Zum Schluss hat mir Jascha noch erklärt, wie wichtig es für die Erfahrung ist, die Verantwortung komplett abzugeben und einfach loszulassen. Und dazu haben wir auch noch eine kurze Übung gemacht. Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt gleich, wenn wir die Medizin sozusagen dir geben, dass du dann einfach, okay, was auch immer passiert, dass ich hier hinstellen. Dazu sollte ich mich einfach nach hinten fallen lassen und darauf vertrauen, dass Jascha mich aufhängt, um eben dieses Loslassen zu üben. Und dann ging es auch schon los. Dazu habe ich nochmal das Kissen richtig positioniert, weil das DMT so schnell und stark wirken soll, dass ich gar keine Zeit habe, irgendwie aufzustehen, sondern mich sofort nach hinten hinlegen muss. Ich schließe also meine Augen und wir starten erstmal mit einer geringen Menge, um mich daran zu gewöhnen. Ich kann euch die Aufnahme aus rechtlichen Gründen leider nicht vollständig zeigen, aber ich habe durch so eine Pfeife hier geraucht. Das Einatmen war am Anfang eigentlich ziemlich entspannt. Ich habe wie in der Übung ganz langsam eingeatmet und dann die Luft drin behalten. Dann habe ich noch mal ein bisschen Luft nachgezogen und den Rauch weiter drin behalten. Mal ein bisschen die Luft rein. Genau, perfekt. Und da wurde mir dann schon ein bisschen schwummrig. Erstmal hat alles so ein bisschen gekribbelt und dann bin ich ziemlich schnell in so einen richtig meditativen Zustand gekommen und habe sogar mein eigenes Herz schlagen hören. An dem Punkt habe ich noch keine Farben oder irgendwelche bunten Muster gesehen, sondern ich war einfach nur total tiefenentspannt. Aber das war ja auch nur, um mich erstmal daran zu gewöhnen. Nach ein paar Minuten haben wir dann direkt den zweiten Durchgang gemacht. Jetzt wollte ich es aber richtig wissen und habe erstmal 4 tiefe Züge auf Lunge genommen. Und mein Kopf wurde auf einmal so richtig heiß, ich habe richtig geschwitzt und meine Lungen haben sich einfach komplett mit dem Rauch gefüllt, der so richtig kratzt. Daran war. Die war wirklich kurz davor zu explodieren und es war einfach ziemlich unangenehm. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, wie wenn ihr eine Zigarre auf Lunge raucht. Also nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte, aber ungefähr so stelle ich es mir vor. Ich musste den kratzigen Rauch eine gefühlte Minute drin behalten und ich habe keine Luft in der Zeit bekommen. Und dann habe ich alles mit einem Mal wieder ausgeatmet. Und das, was dann kam, übertrifft alles, was ich je auf einer Droge gesehen habe. Bevor ich euch jetzt aber zeige, was ich auf dem Trip gesehen und erlebt habe, geht noch ein Riesendank an Zaster raus, die dieses nicht ganz so werbefreundliche Video hier möglich machen. Wusstet ihr, dass ihr wahrscheinlich pures Geld verschenkt? 12 Millionen Menschen geben in Deutschland keine Steuererklärung ab und das obwohl 9 von 10 Leuten, die eine Steuererklärung abgeben, Geld vom Staat zurückbekommen. Und zwar nicht wenig, denn im Durchschnitt sind das über 1000 Euro pro Jahr. Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt sowas wie Steuererklärung machen, das ist super nervig, darauf habe ich überhaupt keine Lust und auch keine Ahnung, wie das alles geht.
Das kann ich vollkommen nachvollziehen, aber genau dafür gibt es Zaster. Ihr könnt euch in weniger als 5 Minuten bei Zaster registrieren, braucht dafür keinerlei Papierkram und könnt dann kostenlos überprüfen lassen, ob ihr Geld vom Staat zurückbekommt. Nach nur 3 Tagen sagt euch Zaster dann, mit welcher Steuererstattung ihr rechnen könnt. Und dann könnt ihr entscheiden, habt ihr doch keine Lust oder wollt ihr, dass Zasters Top-Steuerberater die Steuererklärung für euch einreichen. Und das Beste ist, dass die Gebühr für den Steuerberater erst dann fällig wird, wenn das Geld schon bei euch ist. Die wird nämlich am Ende automatisch mit der Steuererstattung berechnet. Ihr geht also überhaupt kein Risiko ein. Falls ihr jetzt Bock bekommen habt, in der Regel über 1000 Euro vom Staat zurückzuholen, dann checkt dazu den Link in der Beschreibung aus. Meine persönliche Empfehlung, lasst die Finger von Drogen und gönnt euch stattdessen lieber eine fette Finanzspritze. Zurück zum Trip. Ich hatte also jede Menge kratzigen Rauch in der Lunge und als ich den dann mit einem Mal ausgeatmet habe, schoss es mir sowas von ins Gehirn. Jascha hat mir noch schnell geholfen, mich hinzulegen und dann war ich auch schon komplett weg. Es war erst so eine berauschende, mysteriöse Stimmung und dann hat sich so ein bisschen so angefühlt, als würde mich irgendjemand auf eine Reise mitnehmen. Man kann es vielleicht am ehesten mit einem Traum vergleichen, nur dass es sich ein ganzes Stück realer angefühlt hat. Und dann kamen halt auch die ganzen Farben, die wurden dann mit der Zeit immer stärker und daraus haben sich so Formen und Muster gebildet. Es sah einfach alles wunderschön aus und es war wie so ein Spiel aus Licht, Dunkelheit und Farben. Währenddessen konnte ich trotzdem noch einigermaßen klar denken. Ich wusste, dass ich eine Droge konsumiert habe und war gespannt, wie es weitergeht und was ich noch alles erleben werde. Die Erfahrung war jetzt nicht einfach nur komplett schön und berauschend, wie man das vielleicht am ehesten noch von Tabak oder Alkohol kennt, sondern es war halt auf dieser psychedelischen Ebene auch sehr anstrengend und teilweise ein bisschen angsteinflößend. Ich hatte während des Trips dann kurz das Gefühl, dass ich immer tiefer falle und habe mir Sorgen gemacht, dass ich womöglich sogar davon sterben kann. Für einen ganz kurzen Augenblick hat sich sogar so angefühlt, als wäre ich gleich tot. Das war echt ziemlich beängstigend. Aber das war natürlich nur meine Wahrnehmung, denn man braucht ungefähr die 20-fache Menge von einer normalen Dosis, damit es wirklich lebensgefährlich ist. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, ob es sich so anfühlt zu sterben. Mir war mega heiß, ich habe mein Herz klopfen hören und ich habe richtig schnell geatmet. Aber dann habe ich mich an die Meditationstechniken zurückerinnert und habe dann angefangen, mich mehr auf meinen Atem zu konzentrieren und habe dann quasi wieder angefangen zu meditieren. Dadurch habe ich mich nicht mehr so an meinen Gedanken festgehalten, sondern ich konnte einfach loslassen. Ich habe nur noch existiert, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen. Das Fallen hat sich auf einmal in Schweben verwandelt, ich habe mein eigenes Körpergewicht nicht mehr gespürt und ich war einfach wie schwerelos. Es war ein total befreiendes Gefühl. Ich glaube, psychedelische Drogen sind nicht gerade gut dafür, um sich auf einer Party zu berauschen und um sich gut zu fühlen, sondern es gibt halt immer auch so ein paar negative Elemente, aus denen man aber auch was lernen kann. Bis jetzt hatte ich meine Augen ja währenddessen die ganze Zeit zu, aber dann wollte ich mal wissen, wie es sich anfühlt und aussieht, wenn ich meine Augen erstmal öffne. Als ich das dann gemacht habe, habe ich überall so kleine Muster und Wellen gesehen und alles hatte auch wieder so eine Eigendynamik. Es hatte schon ein bisschen was von LSD, aber irgendwie war es nicht ganz so klar. Vielleicht eher mit MDMA oder Pilzen vergleichbar. Als ich danach dann aber nochmal meine Augen zugemacht hatte, hatte ich nochmal eine ganz andere Art von Optik. Da hatte ich dann so richtig kontrastreiche, grelle Farben in verschiedenen Mustern, die sich bewegt haben. In der echten Zeit war ich vielleicht für so 5 Minuten weg, aber währenddessen hat sich das ganz anders angefühlt, weil ich überhaupt kein Zeitgefühl hatte. Irgendwie war die Wirkung ein ganzes Stück anders, als ich es mir am Anfang vorgestellt habe, weil ich halt noch keine Menschen oder Wesen gesehen habe, die in Wirklichkeit gar nicht da sind. Also habe ich beschlossen, noch eine letzte Stufe höher zu gehen. Dann hat Jascha so richtig epische Musik angemacht und ich war richtig hyped. Ich habe mir dann irgendwie vorgestellt, dass ich im Urwald sitze und um mich herum Schamanen auf ihren Trommeln Musik machen. Ich habe mein T-Shirt ausgezogen, weil mir super heiß war und es auch so was Befreiendes für mich hatte. Und dann ging es auch schon los. Diesmal habe ich noch stärker an der Pfeife gezogen als vorher und schon nach einem Zug war meine Lunge komplett gefüllt und der Rauch war so ekelhaft, dass ich wirklich kurz davor war, mich zu übergeben. Ich habe dann erstmal wieder ausgeatmet und dann direkt den nächsten Zug genommen. Und davon habe ich insgesamt 3 Züge genommen. Während ich den Rauch in meiner Lunge gehalten habe, hat dann Jascha um mich herum mit seiner Klangschale so Geräusche gemacht und die waren in meiner Wahrnehmung richtig intensiv. Dann habe ich wieder mit einem Mal ausgeatmet, habe mich hingelegt und bin in eine andere Welt eingetaucht. Als erstes habe ich gefühlt jeden Teil meines Körpers gespürt. Ich habe gehört, wie mein Herz schlägt und habe das Blut in meinen Adern fließen hören. Und dann kamen die Visuals. Und am Anfang habe ich erstmal wieder sehr starke Farben und Muster wahrgenommen und daraus sind dann immer mehr Formen und Umrisse von Menschen entstanden. Ich konnte leider nicht sagen, wer genau diese Personen sind und es waren teilweise auch nicht wirklich Menschen, sondern irgendwelche anderen Gestalten. Sie haben leider nicht zu mir geredet, aber es war total faszinierend. Während ich diese ganzen Optics von mir gesehen habe, hatte ich dann Zeit, über mein Leben zu reflektieren. Ich selbst habe nicht mehr so viel Spaß an Selbstexperimenten wie früher, weil ich mich dadurch irgendwie mehr mit anderen Creatoren verglichen habe und mir das nicht gut getan hat. Außerdem möchte ich einfach mehr mit anderen Menschen gemeinsam machen, mich viel weiter aus meiner Komfortzone bewegen und auch euch zu Hause etwas von dem Erfolg zurückzugeben. Deswegen wird das hier erstmal das letzte Selbstexperiment gewesen sein. Stattdessen gibt es jede Woche verrückte Challenges, die uns an den Rand unserer Komfortzone bringen und ihr bekommt sogar die Möglichkeit mitzumachen und Geld zu gewinnen. Falls ihr genauso viel Bock darauf habt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ein Riesendank geht nochmal raus an Jascha, der mich auf dem DMT-Trip begleitet hat. Falls ihr euch auch für
Psychedelika und Spiritualität interessiert, schaut auf jeden Fall bei Set & Setting vorbei. Wir sehen uns nächste Woche mit neuen Formaten. Ich bin raus.